es angesprochen, Team Dragon Knight ohne Bans am Start. Da sind sie wieder sanktioniert worden. Das ist eine neue Strafe. Letzte Woche hatten sie Bans. Team 8 auf der anderen Seite, ja, hat damit quasi freie Auswahl. Brauchen Ryze nicht Bans, sondern können ihn picken. Ich bin auch gespannt, wie gut Carly Trolls mit Ryze ist. Er ist ansonsten auch ein starker Irelia-Spieler. Ja, die Frage ist auch, ob sie ihn überhaupt wollen. Ob sie ihn überhaupt wollen. Also, Ryze natürlich sehr starker Pick, gerade wenn man im Team spielt. Kann man natürlich Ganks super vorbereiten. Ja. Haben jetzt hier das zweites Vladimir rausgenommen. Haben wir auch schon gesehen, sehr viel Schaden, wenn er ins Late Game kommt. Es ist aber interessant, ne? Also damit bleiben quasi fast alle Powerpicks offen. Kalista, Alistar, Ryze, Rek'Sai, Gragas und so. Das heißt, da kann man richtig aus dem Vollen schöpfen. Vielleicht wirklich dann eher so ein bisschen die Target-Bans gegen Team Dragon Knight. In dem Sinne waren wir ja gesehen, Kess mit Nidalee kann durchaus performen. Aber eben Team Dragon Knight ist ja wirklich jedes Spiel, ja, als Verlierer verlassen, und Team 8 möchte da nicht das erste Team sein, bei dem es nicht so ist. Aber jetzt interessanterweise doch der Ryze-Bun, also wir haben es scheinbar nicht trainiert. Finde ich ein bisschen schade, ja, aber es ist auch schwierig, weil es einfach auch in allen Scrims und überall sicherlich gebannt wird. Ja, ich denke auch. Aber wie gesagt, hast du ja eben schon so viele Powerpicks noch offen. Alistar, Sivir, Kalista, Gragas, Rek'Sai. Also die haben auf jeden Fall hier eine große Auswahlmöglichkeit. Müssen natürlich auch bedenken, dass Team Dragon Knights dann im Anschluss zwei Picks hat. Ja, eben. Und deswegen wäre es eigentlich cooler, wenn man gegen Team Dragon Knight jetzt auf der Purple-Side wäre. Weil, ne, dann hätte man hier... Aber man nimmt den Gras. Das ist interessant. Das verwirrt mich dann doch, weil jetzt kannst du wirklich Kalista, Alistar picken, wenn du wolltest. Aber Alistar auf jeden Fall. Azir noch mit dazu. Auch ein sehr starker Pick. Warum sie keine Bans haben, liegt eben daran, dass... Team Dragon Knight ist neu in der LCS und sie haben halt, also nicht nur Amerikaner im Team, ne, wer sich das Team mal angeschaut hat. Und es ist in Amerika relativ kompliziert, einfach vom Visum her sowieso schon, ne? Vor allem so asiatische Länder oder so, als Deutscher ist es dann ein bisschen einfacher, aber selbst als Deutscher oder so wird es dann schwierig, wenn du zur Arbeit hinfährst, und das machen sie ja. Sie arbeiten, sie verdienen Geld. Und das, da muss man halt extra sagen, Arbeit. Und dann braucht man ein anderes Visum. Als Tourist ist es weniger ein Problem. Übrigens Kalista und Rumble jetzt. So, und da ist, sind die Auflagen deutlich strenger. Hat dazu geführt, dass es inzwischen in den USA schon Pro-Gamer-Visa gibt. Also gibt es halt extra, wo es dann vereinfacht ist, weil die USA ist, was sowas angeht, um, wenn du da hinkommen willst, um arbeiten zu wollen, ist das ultra streng. Deswegen haben sie es halt, haben die Spieler es bisher noch nicht hinbekommen. Ne, da versucht man natürlich, und Riot hilft da, glaube ich, auch mit, dass das dann doch noch klappt. Führt aber dazu, dass Team Dragon Knight mit Ersatzspielern spielen muss. Und diese Ersatzspieler, die haben sie nicht rechtzeitig angemeldet, weil sie immer davon ausgehen, klappt jetzt, klappt jetzt, klappt jetzt. Und damit haben sie die Fristen nicht eingehalten, und das führt dann halt zur Strafe, weil die Spieler, die spielen sollen, müssen halt rechtzeitig angemeldet werden. So, dafür ist das. Aber jetzt gehen wir auf die Pick-and-Pun-Phase auch wirklich wieder ein. Corki und Evelyn der Pick, und das, obwohl eine Rek'Sai offen ist. Und eine Sivir. Und eine Sivir. Also nicht diesen Standard-Engage, den wir jetzt schon hunderte Mal gesehen haben, möchte ich fast schon sagen. Alistar, Speed Up, läuft rein, Flash, Pulverize, und dann holt er sich ein Ziel raus, und dann können sie dieses Ziel natürlich schnell verarbeiten. Jetzt also eine andere Variante. Wir haben auch gesehen, dass Corki in den letzten Spielen sehr stark performt hat. Über Evelyn freue ich mich jetzt ganz besonders. Ich habe sie heute einmal gespielt, ausprobiert, was man mit ihr bauen sollte auf AD. Beziehungsweise hier wird es ja wahrscheinlich in eine tankige Richtung gehen. Ja. Ja, jetzt alle mal hört, Bart ist in der NA-LCS irgendwie sehr, sehr hoch im Kurs. Warum eigentlich nicht? Thresh, Kalista passt sehr gut. Aber ich denke, ja, damit ist halt Bart gestorben. Und Varus in der Mitte, also absolute Meta-Picks bei Team 8. Gar keine Frage bei Team Dragon Knight. Ja, du hast es halt gesagt, die Evelyn statt der Rek'Sai und Corki statt Sivir. Wobei Sivir und Alistar wäre eigentlich eine wunderschöne Lane gewesen. Vielleicht sind es in dem Fall Comfort-Picks, was meinst du? Das ist sehr gut möglich. Ich bin jetzt auch am Überlegen, oh, jetzt haben sie hier Bart angewählt. Ja, weil sie haben schon Alistar. Ja, den Support, also ist, ja. Ich meine, ne, da haben sich die Leute jetzt ein bisschen leicht baiten lassen. Bart top. Alistar top, tatsächlich sogar schon gespielt worden. Ich meinen, das wäre in Korea gewesen auch, aber nicht in diesem Split. Ja, genau. Mit Trinity. Geht. So, und jetzt hat unsere Clean-Feed-Lösung Nummer 1 gesagt, ich habe keine Lust mehr, und deswegen werden wir unverzüglich auf Clean-Feed-Lösung Nummer 2 wechseln.
So, und das geht super schnell, ne? Übergang ist da. Müssen wir natürlich noch den Sound aktivieren. Ne? Wir haben die Clean Beats. Hört man den Stuhl eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, und damit steht natürlich, stehen die Teams auch fest. Wir legen also direkt los. Qualität ist jetzt nicht mehr ganz so sauber, aber immer noch sehr gut. Ja, da wird hier nochmal sportlich. Diese Clean Beats heute schon wieder. Weißt du, da macht man den Leuten gerade Hoffnung. Aber da sind wir. Kein Problem. Ne? Da sind wir nicht. Aber hier sind wir wieder. Aber die sahen auch ganz gut aus. Die sahen auch ganz knackig aus. Ja, ja. Haben auch schöne Hemden an. So wie wir. So wie wir eigentlich, ne? Jackett fehlt ja eigentlich bei dir noch. Ja, und du hast dein Hemd sehr weit offen. Also eigentlich haben die Leute vorhin schon im Chat gesagt. Die sind, was sowas angeht, ne? Sehr konservativ, bitte. Okay, dann so. Bloß nicht zu viel zeigen. Das könnte die weiblichen Zuschauer sonst außer Fasson bringen. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja genug Zuschauer haben. Ja. So, wir gehen rein ins Spiel. Auch da sind sie so ein bisschen am Ausrasten. Das hören wir NASS. Ich weiß nicht, aber die Fans sind da auf jeden Fall immer sehr, sehr euphorisch. Welche Aufstellung gefällt dir denn hier von den beiden Seiten besser? Ich muss sagen Team 8, weil es halt mehr Metapicks sind, aber schau dir mal oder hör mal die NA-Fans an. Sie feuern richtig Team Dragon Knight an, ne, mit Irelia Main. Kein Wunder, haben wahrscheinlich alle den Irelia Main-Song gehört. Aber es war letztens Split auch so mit Team Coast. Team Coast hat auch alles verloren, nur ein einziges Mal gewonnen, wenigstens. Das steht bei Team Dragon Knight quasi noch aus. Die wurden dann auch immer wieder angefeuert zur Motivation. Oh, und da Seraph direkt. Jetzt kommt der Hook geflasht. Ah, das wäre es natürlich gewesen. Stell mal vor, Flash-Hook von Dodo. Oh. Hätten sie vielleicht gehabt. Aber das führt dazu, früh Top-Lane-Flash raus. Und auf der anderen Seite führt das dazu, dass wir das Q geskillt haben auf Thresh. Ja, demnach habe ich jetzt auch für Gragas gut eine Möglichkeit, Top-Lane zu ganken, wenn das Flash raus ist. Er kann ja relativ früh ganken, wenn er ja seine Bauchrammer hat. Also definitiv Potenzial jetzt da, die Irelia schon im frühen Spiel rauszunehmen. Ja. Warum hat Golden Glue kein 8 hinter seinem Namen? Naja, Golden Glue ist eigentlich nur Substitute. So, wir laden den Clean Feed einfach nochmal neu. Wir haben ja noch mehr Clean Feed-Möglichkeiten. Unendlich quasi. Jetzt hört es wieder. Minions have spawned. Clean Feed, lass uns nicht im Stich. Wir haben nämlich Bock auf NA-LCS. So. N.A. N.A. Das ist immer so der Schluckauf am Anfang. Ja, Kalitrol ist jetzt hier auch mit dem E begonnen und nicht mit dem Flammenwerfer, wie man es sonst kennt. Aber ja, ich denke, wird ihm nicht so viele Probleme machen, gerade weil er jetzt den Flash gegen Irelia gezogen hat. Ja, es liegt eben daran, auch genauso bei Thresh, wir haben es ja schon angesprochen, normalerweise startest du mit dem Auspeitschen, einfach um da noch den Buff quasi mitzunehmen. Jetzt dadurch, dass man halt Seraph catchen wollte, haben sowohl Rumble als auch Thresh etwas anders begonnen. Das ist allerdings nicht ganz so tragisch. Also dadurch, dass sie eben, wie du schon gesagt hast, den Flash raus haben. So, und jetzt reicht's mir wirklich. Du blöder Clean Feed. So, ansonsten Report Rito. Ja, ist raus. So, jetzt. Jetzt aber. Clean Feed Lösung Nummer 3. Das war noch nie so schlimm. Meinst du, es liegt hier ran? Nein. Das ist eine ganz andere Leitung. Wir haben ja hier 50 Millionen Internetleitungen. So, also, jetzt entspanntes Cleanfeed-Feeling mit Team 8 und Team Dragon Knight. Und was sie hier sofort machen ist, ach du, ahnst es nicht. Ach du dicke Mutter. Ja. Ob das bei den Spielern auch hakt, ist die Frage. Die machen extra Pause jeweils. Ne? So, Jungs, deutscher Stream, kurz pausieren. Das wird sich gleich noch legen. Ich habe noch eine Idee. Die werden wir sonst einfach mal ziehen. Ja. So. Also, dann ins Getummel quasi rein. Wir sehen auch, Golden Glue startet mit der Flask. Generell, Golden Glue gar keinen so schlechten Job gestern gemacht.
auch wenn sich am Anfang die Gangs immer wieder auf ihn konzentriert hatten, eher als Schwachstelle ausgemacht worden ist, so ein Stück weit. Aber sie haben es hier gestern durchaus in der Hand gehabt, das Ding zu gewinnen, haben es TSM sehr, sehr schwer gemacht. Ja. Nur am Ende fehlte vielleicht so ein Stück weit die Eingespieltheit und die Souverän. Aber das scheint sich jetzt, ich meine, wir spielen ja jetzt seit 4 Wochen, nun mit einem Substitute, oder nur mit Substitutes, seitdem dann schon gebessert zu haben. Ja, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass ja Golden Glue und Mancloud beides sozusagen neue Midlaner sind für beide Teams. Demnach, ja, beide halten einen kleinen Nachteil, was natürlich das die Gewohnheit angeht, mit dem Team zu spielen. Wir bekommen jetzt auch den ersten Turm, also bedingt natürlich durch den Lane-Swap, dass Carditroids hier nicht auf der Lane war, diesen ersten Turm sehr früh eingerissen. Auf der anderen Seite Team 8. Normalerweise würde man jetzt erwarten, dass man Cross-Map-Action hat und dann dasselbe bei Team 8 aussieht. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, auch Team 8 ist jetzt kein Top-Team aktuell. Waren sie im letzten Split schon nicht. Da hatten sie sehr unterschiedliche Leistungen abgeliefert und auch in diesem Split sind sie ja sehr verhalten gestartet, stehen jetzt auf dem vorletzten Platz mit 1-6, also quasi nur ein Sieg mehr lediglich als Team Dragon Knight. Ja, vielleicht hatte man hier auch den Rumble rausgenommen, weil Seraph gestern einen recht guten Job auf ihm gemacht hat und man da sich dachte, vielleicht sollten wir aufpassen, dass er uns hier nicht zu stark wird. Ja, es ist ein bisschen witzig, ne, weil sonst Carditroids eigentlich gerne Irelia spielt und Seraph Rumble, also dass sie da diese Picks quasi getauscht haben. Führt halt so ein bisschen dafür, wenn man gegen seinen Main spielt, man weiß halt ziemlich genau, wie der sich verhält. Du kennst jede Zuckung und weißt, jetzt will er engagen, jetzt will er dies, jetzt will er das. Letztendlich bisher allerdings besser aus diesem Lane-Swap rausgekommen. Das sehen wir aus den Farmwerten, zumindest die beiden Top-Laner. Bei den AOD Carries ist es zwar gleich, aber Team 8 hat es irgendwie versäumt, den Top-Lane-Turm einzureißen. Also da muss man sagen, Team Dragon Knight vielleicht etwas geschickter dadurch, dass sie diesen Turm hier gezogen hatten. Und ja, vielleicht der etwas falsche Ansatz. Also klar, die Lane Freezen hat auch Vorteile. Jetzt erstmal der Hook auf Seraph mit der Laterne rangeholt. Und sofort ist Nieren zur Stelle, um die Speere hier einfach nochmal komplett reinzurammen. Seraph rennt hier um sein Leben wirklich, aber das wird nichts werden. First Blood, dank des Entzünden auf Dodo. Schade natürlich für ihn, dass Nieren diesen Kill nicht bekam. Aber das ist die Gefahr mit Entzünden nun mal. Hab mich jetzt auch gewundert, warum er es benutzt hat, weil selbst wenn die Irelia weggeflasht wäre, wäre die Kallister auf jeden Fall hinterhergekommen. Denke ich, ist hier ein, also vielleicht einfach verschwendeter Summoner Spell. Ja, dass man vielleicht wirklich nicht das Flash hat raushaben wollen. Seraph jetzt mit dem Teleport auf die Lane gegangen. Um einfach sofort wieder zur Stelle zu sein. Konnte sich das Phage allerdings nicht komplett leisten. Ja, und Evelyn jetzt hier auch oben. Sie wissen noch nicht, dass sie da ist. Könnt ihr also zu einem kleinen Kampf kommen, 4 gegen 3? Ja, also es ist eigentlich so dieses Typische, dass man dann so einen Dive macht quasi. Deswegen Jungler und Supporter nach oben geschickt, um genau das eben zu verhindern. So, und jetzt habe ich wirklich mal die Faxendecke. Jetzt Clean Feed Lösung Nummer 5. Zweifelsfall, die starten wir einfach parallel, wenn er also gerade jetzt den Sound doppelt hört. Dann seht uns das mal kurz nach. Da starten wir einfach nur aus Servicegründen. Oder auch nicht. Das wollen sie gar nicht mehr. Keine Lösung. Kann ja mal passieren, ne? Aber warum immer bei uns bei NA? Ja, warum bei uns immer? Das frage ich mich jedes Mal. Ne? Warum ich? So, jetzt machen wir es mal nochmal anders. Nochmal anders. Ja, normalerweise haben wir die Probleme nur bei der LCK, weil der Clean Feed da ein bisschen blöd ist. Jetzt NA-LCS. Das Schöne ist aber, ihr werdet nichts verpassen, weil wir können hier spulen bei dieser Clean Feed-Lösung. Ja. Das ist auf jeden Fall Service. Wenn die Top-Lösung funktioniert hätte, das wäre auch zu schön gewesen. Aber wir haben ihn hier auch noch auf einer zweiten Internetleitung offen und können euch sagen, ihr werdet hier bei uns nichts verpassen. Ja, wir werden dafür zusehen, dass alle Spielszenen, die jetzt passieren, nachgeholt werden. Aber momentan schaue ich auch gerade, dass ich da Riot noch kontaktiert bekomme, ne, für die Probleme, dass sie da mal gucken können, woran das möglicherweise liegen mag. So, und jetzt sehen wir wieder den Clean Feed mal anders.
So, ups. Zack. Geht's rein. So, was ihr verpasst habt letztendlich war ein Kill. Den könnten wir theoretisch sogar nochmal nachliefern. War jetzt aber nicht wirklich spektakulär. War im Prinzip ein Midlane-Gank auf Golden Glue, wo sich Kess den Kill geholt hatte. Ihr seht halt, der Flash ist raus auf Varus auf Golden Glue. Und Xerath kämpft hier gegen einen Geist. Ja. Konnte sich nochmal 10 Gold sichern. Ist es aber wert, ich meine, ne? Die 10 Gold. Ach Gott. Allein, ne, dass man hier die Büsche checkt, das ist auch so ein Vorteil von Kalista. Auch da ist sie sehr autark, kann man sagen. Allein wegen der Mobilität und halt der Möglichkeit, so zu schauen, wird mir eine Falle gestellt, ist da was im Busch? Weil das ist tatsächlich etwas, was auch in der LCS häufiger passiert. Häufiger als man glauben mag, dass ein AD Carry abgeräumt wird, weil er die Büsche nicht gecheckt hat. Und dafür gibt es ja das Blue Trinket dann später. Genau. Und mit Alistar halt schon, mit Kalista natürlich dann schon früher möglich. Ja, und eben doppelt, ne? Das Ding hat ja auch nochmal eine Abklingzeitverringerung, das darf man ja nicht vergessen. Und eine unglaublich hohe Reichweite. Ja. Das ist sick, würde man sagen. Wie zu erwarten, natürlich Nieren mit dem Blade als erstes Item auf... Was heißt wie zu erwarten? Also es ist, man kann es machen, ne? Sonst sieht man auch den Blutdürster. Aber ich denke, erstmal gegen diese Kombination mit Alistar, mit Irelia auch, allein die Duellantenfähigkeit, ist das eine gute Idee, die man hier ziehen kann, keine Frage. Andere Option ist eben Blutdürster und Runans, was wir aber allerdings häufiger eher als zweites Item sehen, weil du sonst diesen Schaden wirklich nicht hast. Und das Schöne natürlich jetzt, ne, dass du dann trotzdem sowohl mit der Variante dann auch als mit dem Blutdürster noch den Lebensraum mit dazu hast für den Sustain auf der Lane. Wir sehen ja auch, Gragas ist ganze 20 Farm oder 17 Farm hinter der Kess Evelyn, die sich jetzt als erstes Item den Warrior geholt hat. Ja. Also noch nicht in die Tank-Richtung gegangen. Natürlich mit dem kleinen Vorteil, wenn man einen Kill hat, kann man natürlich erstmal ein bisschen aggressiver bauen. Aber ich denke, im Verlauf des Spiels wird da eher ein tankigerer Weg eingeschlagen. Ja, muss natürlich ein Stück weit. Ne? Also ich meine, wir sagen immer wieder Tank-Meter. Ist allerdings ein bisschen abgeschwächt wieder. Also nicht mehr dieses mega Hard-Tanks. Aber wenn man sich das anschaut, es sind durchaus auch tankige Picks am Start. Und gerade, ich meine, eine Kalista oder so bolzt sich schon ganz gut um, wenn du da nicht stabil genug bist. Und muss er irgendwie rankommen. Jetzt in dem Fall Team Dragon Knight. Noch vor der 12. Minute erstmal beim Drachen checken. Geht da was? Dodo ist da. Und das macht Team 8 hier sehr, sehr gut. Haben die Vision da. Und sorgen halt dafür, dass dieser Drache nicht mal eben so einfach genommen wird. Inzwischen steht es auch 1-1 Türme. Das hatten wir ja mitbekommen, dass der Top-Lane-Turm fiel. Also man kann sagen, ein sehr verhaltenes Spiel von beiden Teams. Also nicht übermäßige Aggressionen hier. Und auch vom Gold und von den Türmen sind sie fast genau gleich. Team 8 geht jetzt hier den Drachen an, aber natürlich Team Dragon Knights in der Nähe haben da noch Sicht drauf mit der Evelyn. Ja. Trotzdem unangefochten, der Drache jetzt an Team 8. Ja, Team 8 also mit dem ersten Drachen, das da hat sich Team Dragon Knight direkt zurückgezogen. Mussten sie auch machen, also man sieht ja, Xerath war oben, wollte den Teleport offensichtlich nicht ziehen, sondern will dort lieber erstmal die Vasallen mitnehmen. Auch nicht ganz so tragisch, also den ersten Drachen kann man abgeben. Es war immer ein bisschen blöd, diese 6% hätte man schon ganz gerne, aber einfach auch noch nicht so schwerwiegend. Wenn wir uns die Items anschauen, da ist halt noch nicht viel Fähigkeitsstärke da, geschweige denn Angriffsschaden. Bevor man da also was riskiert, dann lieber doch erst einmal den Farm mitnehmen, weil so einen kleinen Farm-Nachteil hatten sie auf der Top-Lane. Und den haben sie jetzt korrigiert, sodass man sagen kann, insgesamt sogar vom Gold her, Team Dragon Knight leicht vorne jetzt. Ja, Gragas hat sich hier natürlich jetzt seinen Cinderhike schon ausgebaut. Evelyn jetzt gerade auf der Top-Lane. Oh, und jetzt geht's hier erstmal auf Kali-Trolls, der setzt eine Ebene, hat aber keine Chance, Kess. Den zweiten Kill. Und man hört im Hintergrund, ne, sie feuern TDK an, also Team Dragon Knight. Und da sieht man gerade die Stärke von Evelyn. Keiner weiß, wo sie auf der Karte ist. Man muss halt Pink Wards platzieren, um zu wissen, wo sie sich in welchem Bereich gerade aufhält. Es sei denn, man macht es so, dass man einen Jungle-Sicht hat. Oh, schön ausgewichen. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also generell aber auch dadurch
dass die Lane da soweit den Turm schon verloren hat. Die Verlockung groß von Kalitrolls da sehr offensiv zu stehen, was man eigentlich nicht machen sollte, weil sein Turm steht ja noch. Dadurch, dass er trotzdem die Lane dann ein Stück weit rausgepusht hat, war er als Rumble einfach ein extrem leichtes Ziel. Also das sollte man nicht machen, dann sollte man lieber die Wave in den Turm reinpushen lassen, sich ein bisschen zurückziehen, auch wenn man ein bisschen Farm verliert dadurch, aber du stehst dadurch safe. Und alles in allem hat er jetzt einfach mehr Farm verloren und eine Kill abgegeben. Und hier geht's drauf, Smoothie, wunderschön mit dem Knock-Up verhindert hier, dass sein Carry angegangen wird. Im Gegenteil, kommt noch zunächst der etwas bessere Tausch in der Mitte. Mancloud hat hier sehr zu kämpfen an Varus und schau dir an, was der für eine große Hitbox hat. Jetzt allerdings der Gang auf der Botlane wieder da mit dem Knock-Up. Kess ist zur Stelle, flasht sich nochmal ran. Dann kommt die Kellerste Ulta rein, vorne wieder mit dem Knock-Up hinterher geflasht mit den Raketen. Und der Gatling haut er ihn einfach mal komplett kaputt. Nieren ist hier low. Kann Kess hinterherkommen, hat hier die Boots schon. Die hat Nieren auch schon ausgebaut und deswegen kommt er hier auch noch weg. Aber dann, Purpose zur Stelle mit Flash direkt auf Ledman. Nieren ist zur Stelle, sind jetzt zu weit hinterhergegangen. Von oben kommt Golden Gloom mit dazu und Smoothie wird hier abgeräumt werden. Damit also der bessere Tausch für Team 8. Sie sind zu weit hinterher für Nieren, die sie nicht mehr bekommen hatten, hätten umdrehen sollen, als sie Dodo bekamen. Ja, das ist definitiv ein Fehler, den sollte man nicht zweimal machen. So weit hinterher zu chasen für einen Kill, der natürlich jetzt auch nicht mehr erfolgt ist, das ist natürlich wirklich sehr stark missplayed. Ja. Vor allem muss man auch sagen, Mancloud konnte nicht mal zur Hilfe kommen und vor allem Golden Glue hatte hier sehr viel Platz dazu zu kommen, einfach weil er Mancloud nach Hause geschickt hat. Das war diesen Poke, den wir vorher gesehen hatten mit Varus eben, wo Mancloud sogar beinahe gestorben wäre, also viel hatte dann nicht mehr gefehlt. Und dann hast du einfach eine Position frei, die nach unten roamen kann. Das hätte eigentlich auch klar sein müssen. Die Kommunikation da vielleicht auch nicht ganz perfekt in der Hinsicht. Vor allem, wenn man auch mal auf die Karte guckt. Ich meine, wie hätten sie das auch... Also, warum sind sie so weit hinterhergejagt? Die haben keine Wards und gar nichts stehen. Das heißt, das war ein extrem riskantes Manöver hier. Und dabei eigentlich hat es gut angefangen. Ja, an sich hätte man halt die Kalista vielleicht einen kleinen Moment früher erreicht. Wären sie da vielleicht sogar noch rausgekommen, aber ich meine, sie haben den Teleport gesehen von Rumble und sind trotzdem noch hinterhergelaufen. Ja, ich denke, das war einfach zu greedy. Ja, also hier, man hat's oft. Also das ist eigentlich auch das, was man am häufigsten bei LCS-Teams kritisiert. Es sind selten die Mechanics, weil die sind einfach gut. Das sind gute Spieler, keine Frage. Ja, die spielen LCS, das sind die Top-Spieler überhaupt. Aber das Shotcalling ist ganz, ganz oft eine Sache, was diese Teams unterscheidet. Wir haben es gestern sehr ausführlich behandelt bei Cloud9. Jetzt bei Team Dragon Knight auch nochmal so eine Sache. Da muss dann jemand wirklich sagen, Jungs, jetzt zurück. Ja, da nicht mehr hinterher. Weil ansonsten lässt man sich von diesen niederen Gelüsten leiten. Ne? Ich kann einen Kill bekommen. Gold in die Bank bringen. Ich meine, Gear ist ja auch eine Todsünde. Oh. Mancloud. Schau dir mal an, wie viel Schaden Varus da wirklich schon macht. Oh, der hat gerade mal Mana Mune und Brutalizer. Ja, aber die hat Mana Mune. Die ist natürlich schon ausgebaut. Also dementsprechend hat er ja schon die Pickaxe da mit drin. Und natürlich jetzt hier noch ein kleines Langschwert dabei. Bringt natürlich auch noch ein bisschen Schaden dazu. Aber Mancloud natürlich jetzt hier. Oh, jetzt geht's drauf nochmal mit Smoothies zunächst. Und da kommt das Team Dragon Knight. Dodo steht weit vorne, nimmt gut Schaden. Mancloud holt sich hier den Knaben ab und dann geht's hinterher. Wunderschönes Play mit der Phalanx dran. Golden Glue vorne. Kommt nicht weg. Das ist der Knock-Up. Der Einnehmer drüber und die Phosphorbombe macht's. Allerdings Mancloud sehr viel Leben verloren in dieser Situation. Und dann kommt hier der Flammenwerfer einfach. Nieren räumt Ledman aus dem Weg. Dann der Teleport von Seraph. Irelia Main am Start. Purpose ist low. Kommt weg. Und Kalitrolls. Kalitrolls darf man hier nicht unterschätzen, was er hier für einen Schaden macht mit seinem Flammenwerfer noch. Etwas besser noch bei weggekommen, einfach wenn es nur um die Kills geht hier. Aber sie werden dafür auch den Turm verlieren. Ja, Mancloud ist ja wirklich noch ganz knapp rausgekommen, hatte noch ein Level up. Ansonsten hätte der Einebner da noch seine Arbeit vollrichtet. Seinen Tribut gezollt. Ja. Also das war kein Moment zu spät, dass da der Kill gefallen ist und er dadurch halt ein Level up bekommen hat. Und jetzt wagen sie sich hier an den nächsten Drachen.
den werden sie hier bekommen. Also gerade mit einer Callister an sich überhaupt kein Problem, das Ding. Da wird der Drache einfach abgerissen und ist quasi ungefährdet. So langsam will man natürlich auch mal einen Drachen haben, weil so langsam ist das durchaus wichtig. Die 6% werden mehr und dieser bedrohliche Drachenzähler, der am Ende dann durchaus auch die Spiele entscheidet. Und schön, erstmal die Callister Hold draufgezogen, versuchte mit der Valkyrie wegzukommen, aber da war kein Wegkommen hier. Da ist einfach auch Thresh zur Stelle und so der arme Corki abgerippt. Hat sein Unheil nicht kommen sehen, aber wenigstens auf der anderen Seite Team Dragon Knight noch den Turm mitbekommen. So dass es quasi ein Tausch wird, Turm gegen Kill, was ganz in Ordnung ist. Ja, wir sehen ja auch, dass Golden Blue schon mit der nächsten Pickaxe dabei ist. Dementsprechend wird der Schaden ja auch nicht weniger. Seraph hier am Aufräumen auf der Botlane, versucht die Leute hier vom Tower wegzubekommen. Ja, also man kann feststellen, Team 8, ja, hat einen Turm mehr. Trotzdem sind sie mit dem Gold nah beieinander. Also auch souverän ist das nicht. Auch wenn sie... Ich möchte nicht mal sagen, dass sie der Favorit sind. Mit 1-6 gegen ein Team, was 0-7 steht. Also wenn man gemein wäre, würde man sagen Not gegen Elend. Aber das trifft natürlich nicht zu. Callister hat sich jetzt hier als zweites auch den Hurricane schon fertig gebaut. Ja. Also das war wirklich das, was man dann auch erwarten würde, ja, gegen das Team. Also man, ich meine, Irelia ist halt nah dran, Evelyn geht nah ran, Alistar ist da. Das heißt, theoretisch sind dann quasi drei Ziele zur Stelle, die du mit deinen Speeren durchlöchern kannst, durchbohren kannst. Ja, aber natürlich mit Alistar und natürlich einer Irelia und einer Evelyn im Spiel ist natürlich die Wahl des der Klinge des gestürzten Königs. Ich will mal Blade sagen. Es geht auch. Ja. Blade. Auf jeden Fall ein guter Itemweg. Ja. Ja, generell, das, was das Spiel hier so spannend macht, also wirklich vom Gold komplett gleich ist, dass beide Teams einfach in der Tabelle quasi ähnlich stehen. Ähnlich also vom Skillniveau her sind. Und vor allem natürlich auch beide Teams wollen da unten raus. Das heißt, beide Teams müssen quasi gewinnen, um unten rauszukommen. Und müssen sich besonders anstrengen. Das heißt, wir sehen hier durchaus eben nicht, was ich sagte, Not gegen Elend, sondern eben zwei Teams, die einfach top motiviert sind und hier ihre Chance quasi sehen. Kalchos mit dem Einebner sich vor Seraph noch gerettet. Ärgerlich, dass er dafür die Ulti rausziehen musste, aber letztendlich auch Seraph seine Ulti auf Cooldown. Da hat man jetzt aber auch gesehen, dass die Rea sofort umgekehrt ist, weil sie nicht wusste, wo die anderen Teammitglieder von Kalitrolls waren. Also hat man jetzt schon aus dem ersten Fehler gelernt, auf jeden Fall. Ja. Und zieht sich hier frühzeitiger zurück. Oh, dann der Hook auf Cass und Golden Glue macht einfach viel zu viel Schaden. So viel zum Thema. Und das gegen Evelyn, die ja eigentlich unsichtbar ist, aber er hat ja gerade den Pink Ward geklärt. Genau. Ja, und da sieht man halt, wenn sie noch nicht so viel Tankiness aufgebaut hat, dann fällt ja auch einfach unglaublich schnell. Also sie hat einfach nicht diese Grundtankiness wie ein Gragas an sich dann mitbringt. Sie kommt eher mehr auf dem Motto, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, aber... Und dann ist man immer, dann ist man überall. Ja. Aber dann ist der Pinkball da, ne? Und dann sieht man dich doch. Und dann bist du tot. Also gerade Dodo macht hier durchaus ein gutes Spiel, was die Hooks angeht. War jetzt an 3 von 6 Kills beteiligt. Das ist jetzt nicht die ultra hohe Quote. Auf der anderen Seite dafür aber Nieren, ja, an allen Kills beteiligt. Und das ist das, was du möchtest auf deinem AD Carry, dass er immer in den Kämpfen am Start ist. Dadurch ist erstmal der Schadensausstoß deines AD Carries auch am größten, wenn er immer kämpfen kann. Und was heißt, bedeutet für dein Team, du hast an sich mehr Schaden. Aber eben auch, er kriegt halt das Gold, sodass er im nächsten Teamkampf noch mehr Schaden machen kann. Ja, und gerade jetzt freut er sich ganz besonders, wenn Corki seinen Trinity Force fertig hat. Kann er nicht so wirklich davon profitieren, da halt mit diesen 3 Kills auf Callister unglaublich viel Schaden schon vorhanden ist? Definitiv. Also diese, was du ja normalerweise hast, diese Schadensspitze mit Stärke 3 Einigkeit, Corki, das macht ihn ja einfach stark, weil er von diesem Item, er profitiert von allem, weil er Hybrid-Schaden macht. Und weil Stärke 3 Einigkeit als Solo-Item einfach besser ist, als was du sonst baust mit Blade, mit... auch der Klinge der Unendlichkeit. Aber, wie du schon gesagt hast, Nieren jetzt schon 2 Items fertigstellt im Gegensatz zu ihm. Das heißt, da sieht er dann auch keine Schnitte. Seine Chance, da etwas
verpasst quasi. Wobei es natürlich nicht seine Schuld ist, sondern es ist immer so eine Teamsache. Wir wissen ja, Teamspiel und so. Deswegen geht es jetzt auch gemeinschaftlich auf den Turm drauf. Und oh, was ein schöner Knock-up hier von Smoothie. Alle Mann hier hat eine Menge Schaden genommen. Den Headman hinterher, um ihn rauszubekommen. Die größte Schadensquelle ist eliminiert. Zahlt allerdings mit dem eigenen Leben. Also sehr offensiv da reingegangen. Hier vorne. Ärgerlich. Hier merkt man dann schon, niemand da, der das hier so wirklich ausnutzen konnte, dass dieser AOE-Knock-up da war. Da ist halt so ein Rumble besser. Der legt dann im Anschluss noch seinen Einebner etc. drüber. Also das vielleicht ein kleiner Makel in ihrer Teamfight-Kombo. Dass sie da nicht mehr AOE-Schaden mitbringen. Und oder auf der anderen Seite mehr Kontrolleffekte. Was halt noch hätte gehen können, wäre eine Phalanx von Asia. Aber auch die dann in diesem Tohuwabu zu platzieren. Ich denke aber, Flatman hat sich das jetzt definitiv ausgezahlt. Er hat den Shutdown auf Kalista bekommen. Ja. War selber auf 3-3 dementsprechend nicht so viel Gold wert wie eben Nien. Ja. Also ich denke, war ein guter Tausch. Hätte man vielleicht anders lösen können. Wie du eben schon gesagt hast, mit der Phalanx hätte man da sicherlich noch besser arbeiten können. Aber Azir war einfach nicht in Range. Ja, das ist richtig. Jetzt geht's drauf. Wieder der Knock-up von Alistar. Man sieht das Potenzial. Links allerdings Seraph alleine gegen zwei. Auf der anderen Seite Cardi-Trolls bedrängt. Sie sind jetzt schon ziemlich low. Vor allem Ledman wieder. Und dann ist Golden Glue da. Mancloud geht drauf. Jetzt mit der Phalanx. Zuvor allerdings schon der Double-Kill passiert. Schon zu viel Schaden rausgedrückt. Triple-Kill für Nien. Bittere Pille. Gerade noch abgeräumt, jetzt hat er schon wieder 3 Kills, Quadra Kills sogar. Der kriegt sogar 4 noch. Mantler und Pentagefahr. Sieh bloß zu, dass du wegkommst, Täubchen. Und jetzt geht's auf den Drachen und das wird der dritte werden. Und das war, glaube ich, schon zu schmerzhaft, weil jetzt hast du plötzlich eine 7-1 Kalista. Und die geht gleich erstmal richtig shoppen. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut gespielt. Wir sehen jetzt hier den Engage. Kest nutzt seine Ulti, trifft 2 Leute. Aber Golden Glue kann hier hinten arbeiten. Seraph geht zwar drauf, stirbt, aber unglaublich schnell, da Nien da ist. Und jetzt sehen wir hier gleich von Mancloud einen sehr schönen Engage. Holt hier Golden Glue rein, aber es reicht nicht aus. Kalista hat hier schon den nächsten Kill geholt. Smoothie jetzt in Bedrängnis, wird auch getötet. Kess versucht ihn noch abzuhauen, aber Ulti auf Kalista immer noch da. Threshold reingeworfen, einmal Flay, Bauchramme und natürlich dann der Quadra Kill für Kalista. Ja. Direkt Spam, Blutdürster. Ne? Einfach mal so. Instant. G-Space. Blutdürster. Kein Problem. Problem ist natürlich auch gewesen, wenn wir gerade schon drüber reden. Die Phalanx war schon gesetzt, aber da hat er ja keine Sandsoldaten mehr da stehen, die keinen Schaden gemacht haben. Ja, und niemand anders war da, weil alle schon gestorben waren. Also wenn du sowas machst, dann schauen vielleicht ein bisschen eher. Aber ich würde dir nicht mal einen Vorwurf machen, weil du musst halt auch schon schauen. Ne? Es passt ja nicht immer. Aber sie sollten das eine ist Theorie, das andere ist Praxis. Sie sollten ja auf jeden Fall in den nächsten Kämpfen definitiv den Fokus mehr auf Kalista legen. Zwar ist Golden Gloom mit viel Schaden schon dabei, aber wir sehen einfach, wie viel Schaden in dieser Kalista steckt, wenn sie ein paar Autotags rausgemacht hat. Ja, trotz dieses Quadra Kills, Team 8 nur 1000 Gold vorne. Und es gibt zwei Sachen, die Team Dragon Knight hier quasi beachten müsste, wo ihre eigene Combo aber ein bisschen im Weg stehen könnte in dem Fall. Erstmal müssen sie schauen, dass sie am Anfang nicht zu viel Poke bekommen von Varus. Was jetzt gerade schon wieder passiert. Immer wieder poked er rein. Das heißt, eigentlich müssen sie einen schnellen Teamfight suchen, sofort draufgehen und im Optimalfall als erstes Nien aus dem Weg räumen. Sollte ihnen das gelingen, dann haben sie einfach mal das meiste Gold in diesem Team beseitigt und können das Ding holen. Weil Varus dann selber, wenn jemand erstmal an ihm ran ist, hat das sehr, sehr schwer, wenn er seinen Schuss nicht aufladen kann. Er ist jemand, der braucht diesen Poke. Er ist ein Poke-Champion. Ja, und gerade wenn sie auf seinem Gesicht sitzen, dann Wenn kein Peel dabei ist, dann fällt Golden Glue auch unglaublich schnell, haben wir ja gesehen, wenn er einmal von Asia reingeworfen wird. Wenn er der Follow-up gekommen wäre, wäre er definitiv schneller gestorben. Oh, jetzt das tut weh. Das tut richtig weh. Wie viel Schaden einfach da ist. Aber genau das will Team 8 hier. Ja, sie poken die ganze Zeit, bis sie kämpfen können und haben, was das angeht, vielleicht auch etwas die stärkeren Picks. Wir haben es ja schon bewertet in der Pick- und Bannphase letztlich. Dass sie da gegebenenfalls etwas besser aufgestellt sind. Jetzt der Einebner nochmal drüber. Nicht ganz so gut gesessen. Man kommt da raus. Aber es reicht, um diesen Turm zu sichern. Und das reicht letztendlich für Team 8, jetzt eine komfortable Führung von 3000 Gold aufzubauen. Quasi 1000 Gold alle 10 Minuten fast. Jetzt sollte nur jemand langsam auch mal runtergehen, weil da läuft gerade ein Slow-Push. Aber das scheint egal zu sein, weil wegen Baron. Ja, ich denke, die können da auch unten auf den Turm verzichten. Aber wir sehen hier, TDK rotiert in die Mitte. Ja. Hat also nicht den Baron gerade im Visier. Das
wenn es so geht, ne? Ach, den Turm brauchen wir nicht, den Turm brauchen wir nicht. Ist ja alles wieder Gratis-Gold, was man abgibt, was nicht sein muss. Der Pink wurde ein bisschen abenteuerlich gestellt, so nach dem Motto, was will man damit erwarten. Aber das ist uns gestern schon aufgefallen, Team Dragon Knight. So, die Rotationen an sich sind jetzt nicht schlecht. Erstmal dieser Poke in die Mitte, alle sind zurückgegangen, noch niemand. Also, es ist ja nicht nur der Turm, der da unten Schaden nimmt, sondern auch das ganze Gold, was so gesehen verloren geht. Wenn man mal schaut, Seraph führt 30 Farmen gegen Carnitrolls. Und wenn man mal zusammenrechnet, wie viele Minions da jetzt gestorben sind, bis Carnitrolls sich mal nach unten bequemt, dann kann man auch hier schon erklären, warum Seraph oder auch ein Maincloud im Farm führen. Ja, der ist schon 40 Farm vorne. Hat jetzt auch Rabadons fertig gebaut. Geht jetzt wahrscheinlich als nächstes auf den leeren Stab, um da auch das letzte bisschen Magieresistenz, das durch Gragas natürlich jetzt auf sein Team verteilt wird, durch Locket, niederzustrecken, sagen wir mal. Vor allem an diesen ganzen Minions, was man immer wieder bedenken muss, ne? Das ist Gold, das kommt nie wieder. Ja, ne? Genau. Spawnen zwar immer wieder die Minions, aber dein Gegner hört ja nicht plötzlich auf, Minions zu farmen. Die Türme, die kannst du einmal töten. Ne? Dann ist der weg, ne? Dann ist das Gold weg, was in diesem Turm drin ist. So, aber die Minions, ne? Die kommen quasi nie wieder, die da gestorben sind. Der Turm steht da die ganze Zeit da. Deswegen auch als Jungler muss man immer darauf achten, wenn eine Wave gepusht, eine Lane gepusht wird, ja, wo du dir dann Farm holen kannst, ist dieser Farm eigentlich zu priorisieren, weil du im Jungle einfach die Creeps nicht verlierst. Ja. Natürlich, ne, die spawnen ja auch wieder etc., aber da sind die Intervalle etwas größer und wie schnell nimmt man jemand anders das Raptorencamp? Also da kann man ja auch gerne mal sagen, okay, ich bin gerade Bot, ich nehme den Farm, hol du die Raptoren dafür oder so. Das geht ja alles durchaus. Wir haben auch gerade gesehen, Golden Glue mit seinem Q auf Alistar, unglaublich viel Schaden. Und Alistar ist ja eigentlich ein recht tankiger Champion. Hat natürlich hier noch keine Armor gebaut, aber wird sich, denke ich mal, in den nächsten Momenten ändern, denn gegen Kalistar, gegen Varus ist auf jeden Fall Armor ein Must-Have. Ja. Und es ist wirklich dieser Farm, der Team Dragon Knight hier im Spiel hält. Das sind nur 2000 Gold, obwohl 11 zu 8 Kills, obwohl 5 zu 3 Türme. Das ist nur durch diesen Farm hier zu erklären. Von daher hat Team 8 Team Dragon Knight dadurch auch rankommen lassen. Weswegen wir das jetzt nochmal besonders herausgedeutet haben in dem Fall. 20 Sekunden noch, dann ist der Drache da und den sollte Team Dragon Knight oder sollten sich Team Dragon Knight auf jeden Fall holen. Weil jetzt 6% mehr haben, ist schon sehr wertvoll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Team 8 ist jetzt 2 Drachen vom 5. entfernt. Wenn sie den bekommen, müsste Team Dragon Knight immer um den Drachen kämpfen. Und manchmal gibt es halt, also du hast dann nicht mehr diese Freiheit, wo man sagen kann, okay, jetzt lassen wir den Drachen mal so liegen. Ja, das ermöglicht natürlich dann Team 8 auch, falls es jetzt dazu kommt, dass sie den nächsten Drachen nehmen, dass sie einfach viel mehr Druck aufbauen können und entscheiden können, wo Team Dragon Knights hinrotieren muss. Ja. Und sie kriegen ja auch den Drachen. Auch da wieder nicht irgendwie angegangen, obwohl sie sich da gar nicht stehen müssen. Eigentlich ist ja doch das die Situation, die sie haben wollen sollten. Ne? Haben direkt wollen sollten. Ja, ist nicht mal verkehrt. Ja, das ist richtig. War schon so extra formuliert. Indem sie einfach direkt diesen Engage sofort haben, ohne dass großartig rumgepokt wird, ne, dass sie den Gegner sofort stellen können, weil sonst kommt wieder Varus, ne, feuert die Pfeile. Ich meine, klar, eigentlich will man mit dem Porky an sich auch poken, aber dass das jetzt erstmal deutlich besser für Team 8 geklappt hat, das haben wir jetzt die letzten 32 Minuten schon sehen dürfen. Ja, wir haben jetzt auch auf Evelynn schon das Locket fertig gebaut. Dementsprechend wird jetzt der Schaden auch von Carlytrolls ein bisschen niedriger sein, der natürlich aber schon mit der Maske Durchdringung und den Schuhen natürlich auch noch dazu Durchdringung hat. Und man wird jetzt nicht den Baron angehen. Denke ich auch die sichere Variante. Golden Glow holt sich über den Blue, damit er 24-7 poken kann. Ja, wobei er es ja jetzt schon ganz gut kann. Also man sah jetzt selten mal, dass er einen Pfeil nicht abgeschossen hatte. Das stimmt. Wegen Mana-Problem. Aber klar, du hast recht. Und vor allem, mehr Mana heißt natürlich, dass du deine Mana, dein Muramana etwas großzügiger aktivieren kannst. In dem Fall. Frage ist, wird er jetzt auf den Blutdürster gehen oder vielleicht sogar auf den Essence Reaver? Haben wir heute schon mal gesehen, aber das war im Dr. Pepper Cup. Ja, Dr. Pepper Cup von Mousesports. Aber in Korea habe ich es auch schon gesehen. Es war sogar in diesem Split ganz am Anfang. Ich glaube, es war auf Ezreal. Passt auch gut zu, ja. Blue Build Ezreal. Ja. Hier geht es erstmal drauf. Wieder der Knock-Up. Jetzt sucht man hier den Kampf natürlich. Teleport nicht gezogen. Braucht man auch nicht, denn da ist der Ein-Ebner.
Und jetzt das Auspeitschen da. Dodo hat viel Schaden genommen. Landman allerdings auch. Der steht da nicht gut. Komplett isoliert vom Team. Was hat er da denn gesucht? Und entsprechend ein einfaches Ziel. AD Keldrick verloren. Was macht Mancloud denn da? Was war das denn? Das war auf jeden Fall nicht gut. Das war absolutes Missplay. Ich denke, er wollte da mit seiner Phalanx ein bisschen arbeiten, aber hat sich da etwas falsch positioniert und hatte dann nicht die Möglichkeit. Also ich kann mir das eigentlich nur erklären, so ein Missklick oder sowas oder irgendwie. Und da geht Team 8 jetzt natürlich den Baron an mit zwei Team-Members auf Team Dragon Knight tot. Und gerade die Damage-Leader, wenn die fehlen, dann hat man eigentlich im Baron-Pit nicht so viel zu befürchten. Nein, das war jetzt also ein absolut sicherer Baron. Der Engage ja eigentlich von Team Dragon Knight. Erstmal die Grundidee nicht schlecht, aber Ledman einfach mit einer katastrophalen Positionierung und Mancloud dann den Kill hinterhergeschmissen. Wir sehen das Ganze hier nochmal. Erstmal hier draufgegangen mit dem Knock-Up. Ledman ist dann quasi da. Phosphor-Bombe sitzt dann zwar nicht, aber das Team braucht hier ein Weilchen, bis man dann zur Stelle ist. Jetzt ein Nightmare und jetzt Ledman, den Flash sogar drüber. Man denkt, man bekommt Ian. Ian hat aber selber den Flash und plötzlich steht er da gegen 4. Also dieser Flash über die Wand war einfach wieder mal sehr, sehr gierig und ja, Mancloud dann nochmal dieses Missplay. Ich denke, das wird ein Versehen gewesen sein, weil anders wüsste ich nicht, warum er das hätte tun sollen. Ja, ich denke auch, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat. Ja, es ist ein bisschen schade, weil jetzt muss man überlegen, oder das Spiel von gestern vielleicht nochmal neu einordnen bei Team Dragon Knight. Gestern haben wir vielleicht so ein bisschen die Hoffnung gehegt, Team Dragon Knight findet sich wieder, ist vielleicht ganz stark. Jetzt rückwirkend betrachtet, anhand gemessen, dass sie jetzt gegen den vorletzten Team 8 spielen und da auch wieder solche Fehler drin haben und Team 8 sich nach vorne bringen kann, war es vielleicht auch einfach nur TSM, die gestern einen sehr schwachen Tag hatten. Das kann natürlich. Haben sie gegen. Sie haben gegen CLG gespielt. Oder gegen. Oder haben sie gegen TSM oder CLG? Ich glaube. Ich glaube Aphromo und Double. Stimmt, Star. Ja, du hast recht. Du hast recht. So, und jetzt hier nochmal der Kampf, der Knock-Up zur Stelle. Mancloud geht raus, hat jetzt die Phalanx relativ früh. Der eine nimmt da doch nochmal drüber. Damit schön das Spielfeld geteilt, können Purpose rausnehmen. Das war jetzt mal ein gutes Spiel von Mancloud hier. Und überhaupt auch ein guter Einsatz der Phalanx. Diesmal hat es geklappt. Und man hört jetzt nochmal die Jungs von. Oder die Fans von Team Dragon Knight. Im Prinzip eigentlich jeder, weil man vorher immer das schwächere Team an. Wobei Team 8 ja eben auch, ne? Sollte Team Dragon Knight gewinnen, teilen sich den letzten Platz, beide mit 1-7. Ja, dann wird man natürlich sich auf das nächste Spiel freuen und schauen, wer da als Sieger vorgeht. Ja, und interessant ist, sollte dann Cloud9 heute verlieren, was nicht unwahrscheinlich ist, weil die einen starken Gegner haben, dann würden sie 2-6 stehen und damit in Reichweite sowohl für Team 8 als auch für Team Dragon Knight. Ja, dann müssen wir schauen, wie gut Cloud9 vielleicht heute ins Spiel findet. Ich hoffe immer noch darauf, dass sie vielleicht jetzt mal ein bisschen geordneter spielen als Team. Aber das wird sich zeigen. Ja. Wir sehen jetzt auch, dass Azir natürlich auf das Zhonyas geht. Muss aber auch noch sagen, zu dem letzten Kampf haben sie wirklich sehr gut gemacht. Sie haben sich zwei Leute rausgesucht, die ein bisschen out of position standen und sind danach sofort abgedreht, als sie gesehen haben, dass Callister gekommen ist, die ja damit ihren Autotext unglaublich viel Schaden gemacht hat. Oh, Mancloud frisst hier sehr viel Schaden. Nur durch einen Q. Das tut sehr dolle weh. Aber man hat an diesem einen Kampf gerade eben auch gesehen, dass Team Dragon Knight durchaus Chancen hat, auch einen Teamkampf für sich zu entscheiden und damit potenziell das Spiel zu drehen. Also es sind jetzt, oder wir nähern uns zwar der, oder anders, es sind zwar 4000 Gold jetzt, aber ist auch schon die 38. Minute. Also es ist jetzt nicht wirklich viel in dieser Hinsicht. Und aber man eine Menge des Goldes liegt ja auch auf Callister. Genau, eine Menge des Goldes liegt auf Callister, wenn man die schnell rausbekommt. Ja, was will man da jetzt doch noch drauf? Jetzt kommt wieder einnehmender Smoothie, nimmt eine ganze Menge Schaden, kriegt dann doch nochmal den Knock-Up hin, obwohl man das gedacht hat. Viel Schaden auf Nieren, man bekommt den Shutdown. Der ist also schon mal raus. Double Kill für Mancloud, dann nochmal die Phalanx vorne. Kaltron sehr schön weggedrängt. Triple Kill für ihn. Und dann im Duell, Ledman, kann der sich da rausfinden? Jawohl, Ledman überlebt das Ganze. Da ist das Ace. Gerade noch drüber gesprochen, als hätten sie es gehört in Amerika. Unglaublich stark gespielt hier von Team Dragon Knight. Wenn es natürlich in der Mitte runterpushen und das Positioning von Ledman und Mancloud, das war hier wirklich außergewöhnlich. Auch wenn Ledman am Ende ein bisschen nah dran stand, aber da hat natürlich Seraph dann auch einen sehr guten Job gemacht,
hat natürlich Gragas hier noch ein bisschen abgehalten. Und ja, da kam der Schaden dann einfach noch durch. Ja, wir haben ihn vorhin kritisiert, Ledman. Aber auch da sofort wieder Besserung. Und ja, du sprichst eine Minute vorher darüber, die haben potenziell das Spiel zu drehen. Team Dragonite ist da und hat in den Nibitor platt gemacht nach einem Ace. Und jetzt natürlich vom Gold her wieder genau gleich. Ja. Haben sie sich hier auf jeden Fall verdient bei dem Kampf. Wir sehen ja nochmal, also erstmal. Smoothie nimmt ja super viel Schaden schon am Anfang. Geht natürlich jetzt hier noch rein und kriegt natürlich dann Nien mit dem Pulverisieren. Und da kommt natürlich Seraph jetzt von hinten und springt direkt drauf und kriegt den auch kurz danach. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr kampfentscheidend. Ledman hier jetzt auf Golden Glue, hat die erste Rakete verfehlt, kriegt es auch noch viel Schaden, aber Seraph auch immer weiter. Gragas versucht hier noch was zu machen. Mancloud mit seiner Ultimate. Hat hier noch Rumble. Ja, und da haben sie einfach noch sehr, sehr knapp, hat Ledman das überlebt, aber wirklich sehr schön gespielt. Ultra knapp, auch die Phalanx gegen Karlitzscholz extrem wichtig gewesen, weil sonst wäre er selber platt. Karlitzscholz ist in Zonias reingegangen mit dem Flammenwerfer, hat immer wieder Mancloud bedrängt, aber ihn nicht kaputt bekommen, obwohl er ja vergleichsweise offensiv gebaut ist, hat das hier nicht gereicht. Und ja, also es ist alles offen, sie mussten ja ohnehin um den Drachen kämpfen. Weil das wäre sonst der fünfte für Team 8 gewesen. Jetzt sind sie im Gold wieder komplett gleich. Team 8 hat plötzlich den offenen Nibitor und damit Team Dragon Knight einen Vorteil, wenn es darum geht, den Baron anzugehen. Ja, und gerade der erste Drache ermöglicht ja dann auch noch viel mehr Schaden in so einer späten Minute im Spiel, wo schon viele Items da sind. Das sind natürlich die Prozente, die der Drache, der erste Buff gibt, viel mehr wert als am Anfang des Spiels. Ich muss auch sagen, eigentlich so von der Kombination her, was ich vorhin sagen wollte, vom Teamkampf her und auch vom Late Game her, ist Team 8 vorzuziehen. Ja, ich meine, die haben ein Spiel mit Doppel-AD, haben einen Rumble, Gragas und Thresh. Also eigentlich, was das angeht, Late Game Teamkampfmäßig besser. Aber, und das ist das große Aber, Team Dragonite hat mit Azir sehr viel konstanten Schaden im Late Game. Das haben wir jetzt auch schon gesehen. Und wenn sie gut in den Kampf reinkommen, vor allem möchte ich an dieser Stelle hervorheben, Smoothie mit Alistar. Wie stark ein Alistar einfach ist als Support-Pick in jeder Spielphase. Weil wenn der AOE-Knock-Up einfach kommt, dann kannst du Nieren sehr gut erstmal angehen. Weil der ist erstmal hochgeschleudert, macht erstmal nichts. Du hast die Chance, an ihn ranzukommen und ihn rauszunehmen. Und natürlich bringt auch da die QSS, die er sich gekauft hat, nichts. Denn wir wissen ja alle, wenn er genockupt ist, kannst du es nicht entfernen. Und danach kommt ja noch der kleine Stun. Den kann man dann entfernen, aber da können die Leute einfach schon hinterherkommen. Ja, aber wie soll das denn auch funktionieren? Ich meine, in Luft geschleudert und bist du sofort wieder auf dem Boden. Also das wäre allein von der Logik her. Deswegen ist ja auch Knockup die härteste Form von CC, weil du es halt nicht abbrechen kannst. Ne? Oder Unterdrückung. Aber das kann man ja mit QSS abbrechen. So, und jetzt der Tanz hier um den Baron. Natürlich ist Karlitzscholz derjenige, welcher verteidigen muss mit seinem Teleport, um im Zweifelsfall eingreifen zu können. Wir haben allerdings auch gesehen, jetzt geht's drauf wieder, der Knockup da, alle auf einem Haufen. Das versucht man natürlich zu nutzen, der eine nimmt Nathan auf Mancloud und Kesti, kommen aber schnell raus. Jetzt geht's hinterher, Flash, Seraph bekommt hier tatsächlich Purpose noch, aber jetzt, Nien stolpert da hinterher, Smoothie knockt ihn dann nochmal weg. Ein Kill hat der Mancloud, dann mit der Phalanx aber schön ins Zonias reingegangen, daher kein Knockup hier und jetzt räumt Team 8 nochmal auf von hinten. Jetzt räumen sie nochmal auf. Ganz, ganz knapper Tausch hier. 2-3. Beinahe jetzt Golden Glue noch erwischt. Und erstaunlicherweise sind beide Tanks in Teammates Seite gestorben. Und die Damage-Dealer sind alle noch am Ende da geblieben und konnten natürlich dadurch dann aufräumen. Vor allem Nieren war hier wieder unbedrängt und schon verliert man den Teamkampf. Hier war halt der Teleport, die Box, die Ulti und ja, dann eben dieser Knockup. Sehr, sehr gut zunächst. Bis dahin. Dann allerdings sind der Einnehmer und dann gehen sie etwas zu weit rein. Nieren nach wie vor darf die ganze Zeit Speere schleudern. Und weil sie so weit reingegangen sind, viel Lebenspunkte verloren. Und eine Kalista freut sich da wunderbar. Rammt die Speere rein. Karlitzscholz einfach perfekt, dass er da von Zonias gegangen ist. Und ärgerlich für Mancloud, dass er hier nicht noch Golden Glue hat mitnehmen können. Und so Team 8 jetzt dran am Bellen. Und gerade, naja, mit einer Kalista fällt so ein Ding sehr, sehr schnell. Nieren steht da und da gibt es keine Chance, dann auch den Baron zu stealen, höchstens drauf zu gehen. Varus Ulti schon mal daneben und natürlich versucht Ledman jetzt hier zu poken. Baron allerdings gefallen. Jetzt gibt es einen Heidemann rüber, stehen hier nur zu zweit. Von oben ist noch Seraph mit dazugekommen. Der Shutdown ist da, 70 Sekunden jetzt weg und das ist eine ganze Menge. Bisschen bitter natürlich, dass sie dann da noch kämpfen wollten, obwohl Mancloud jetzt quasi gerade erst aus der Basis gekommen ist. Ja, sehr schade. Ich glaube auch, dass
Ledman da den Kalitros sich noch holen hätte können. Da hat er ein bisschen zu viel Angst, denke ich. Da hätten sie noch einen Kill rausholen können. Und das wäre natürlich, weil er ja gerade seinen Sohn jetzt nicht mehr ab hatte, eine gute Möglichkeit gewesen, hier einen 1-zu-1-Tausch zu machen. Ja. Das ist natürlich jetzt auch eine sehr gefährliche Situation für Team Dragon Knights. In 22 Sekunden ist der Drache ab. Team 8 ist mit dem Baron-Buff dabei. Ja, also sie müssen jetzt einfach auf den Pickup hoffen. Denn Seraph ist noch viel zu lange tot. Der Drache gleich wieder. Du hast es gesagt, das absolute Druckmittel für Team 8. Die an sich ja eine starke Kombo haben. Gucken, da im Busch ist halt keiner. Irgendwie müssen die da ja sein. Und dass sie dann vielleicht am Drachen sind, sollte klar sein. Ist halt die Frage, ob sie diesen schnell genug nehmen können. Der nimmt halt eine ganze Menge Schaden. Und das reicht, das reicht. Das reicht. Team 8 ist zu spät da. Und in dieser Phase ist dann der Drache einfach mal tot. Der Schaden unglaublich hoch. Ich meine, die sind alle in Richtung Full-Item-Build jetzt. Wo sie allerdings aufpassen müssen, gerade so ein Einzel-Pickup kann sich jetzt sehr, sehr schwer rächen, weil mit 70 Sekunden Todeszeit lässt sich schon einiges anstellen. Ja. Sehen jetzt auch, Corki geht auf ein Banshees. Ist natürlich sehr gut gegen den Poke von der Name fällt mir immer nicht ein. Varus? Der Midlaner, genau, der Varus. Da haben wir ja schon gesehen, der macht unglaublich viel Schaden. Und wenn man dann mit den Banshees ja einen abhalten kann, dann ist man im Teamkampf vielleicht nicht ganz so low und kann dann noch mehr arbeiten. Gerade Ledman, der sich meines Erachtens nicht immer optimal positioniert, der sein Reinspringen sehr aggressiv benutzt, kann dadurch vielleicht sogar im Teamkampf ein bisschen länger überleben. Und da Schau dir mal da an, diese Wave. Mit dem Baron-Buff und auch mit dem Banner of Command. Das heißt, da ist das Teil ja auch immun gegen Zaubersprüche überhaupt mit der Reichweite. Also das ist schon ein ziemlich fettes Moped und damit ist klar, was sie hier vorhaben. Team Dragon Knight muss also vorher gucken, dass sie dem entgegensteuern können. Vor allem dieses Minion ja abräumen können. Ich meine, das sind 3 Ken-Minions, 1 verstärkt noch. Das ist schon ganz groß, das Ding, ne? Ja, und Smoothie hat jetzt hier auch für Ledman oder für Mancloud das Mikaels geholt. Oh, boah, und da frisst Ledman wieder sehr viel Schaden. Ja, gerade eben auch wieder. Also nicht nur von den Vasallen, witzigerweise, sondern eben auch von Golden Blue und ja, den Turm so ohne weiteres halten. Schön natürlich, dass man die reingedrängt hat und dann Kess, wow, alleine hier abgeräumt, was hat er da zu suchen gehabt. Das reicht allerdings so erstmal, um diesen Turm hier zu verteidigen, um die Vasallen abzuräumen. Viel Lebenspunkte hat der Turm nicht. Also da könnte man zweifelsfrei einfach diven oder man geht auch so rauf und zerstört den Inhibitor. Und nutzt den Vorteil, den man hier hat. Ja, da zieht man sich jetzt aber auch frühzeitig zurück. Seraph versucht hier noch die Wave so gut wie möglich zu clearen mit seiner Ultimate. Aber ich denke, sie werden auch hier jetzt den nächsten Dragon. Dann den Hook. Erst nochmal abgewendet. Seraph geht da rein, aber dann das Sonias. Und damit ist der Turm auch nicht zu verteidigen. Hat hier schön die Läuterung benutzt gehabt, Mancloud. Aber 2 offene Inhibitoren jetzt, das ist halt schon sehr, sehr bitter. Und vor allem auch im Hinblick, wenn der nächste Drache dann kommt. Wir haben jetzt hier auch einen 5000 Gold Lead wieder aufgebaut. Aber durch den Todestimer immer noch möglich, Unicorns of Love Effekt. Quasi, du machst einen Ace in deiner eigenen Base, läufst rüber und gewinnst das Spiel doch noch. Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch und ich glaube, sie werden hier auch nicht auf den Aufgabe-Button drücken. Nein, es ist ein spannendes erstes Spiel, keine Frage. Kein absolut fehlerfreies Spiel. In Korea ist das oft so, dass man wirklich lange Zeit keine Aktion sieht, weil sie wirklich so auf Fehlervermeidung spielen. Resultiert in weniger Kills, resultiert in weniger solchen Aktionen und auch vor allem in deutlicheren Spielen. Und da muss man eigentlich schon fast dankbar sein von der Spannung halber her, dass man hier jetzt ein Spiel sieht, wo beide Teams auch Fehler machen, wo so ein Comeback immer noch möglich ist und nicht, ne, du weißt eigentlich in der 20. Minute, wer das Spiel gewinnen wird, aber es dauert noch weitere 20 Minuten, bis sie das da wirklich vollenden können. Ne? I wear my sunglasses at night. Oh, der hat aber auch abgespacede Haare gehabt. Ja, ist aber Vorsicht, it's cool, man. Kennst du den noch von früher? Vorsicht, it's cool, man? Ja. Ne, das kenne ich nicht. Die Milka-Werbung von früher? Aber Vorsicht. Keine Ahnung. Vielleicht kennt es ja jemand im Chat oder so. Ansonsten auch gerne schreiben Hashtag LCSGear. Ja, wir sind bei euch. Twitter. Und wir haben auch gleich einen ersten Sieger für heute in der LCS. Und natürlich noch weitere spannende Spiele. Das hier ist eines davon. Das Schöne natürlich gerade mit diesem Banner of Command, dass du immer wieder die Sidelanes pushen kannst.
was in so einem Spiel sehr wertvoll ist. Gerade wenn man jetzt schon zwei Inhibitoren offen hat, ja, dann beziehungsweise niedergestreckt hat, dann ist natürlich das Band of Command. Haben sie jetzt hier auf derselben Lane verwendet, auf der sie sind? Ja, also war unten pusht die Lane gerade sowieso raus und man ist halt gerade in der Nähe. Warum also nicht? Cass geht jetzt rauf, relativ offensiv mit dem Flash, steht dann erstmal alleine da von hinten an Smoothie und lädt man erstmal ins Zone jetzt rein. Wunderschöner Knock-up hier. Kann der genutzt werden, ist die Frage. Kali George schon mal raus. Sind die allerdings komplett low, aufgepasst. Smoothie schon verloren. Hier steht noch der Azir-Tour. Oh. Der ist wertvoll, aber wow. Mantlaun. Und der fehlt jetzt fast ganze 80 Sekunden lang. Fehlt das wichtigste Werkzeug hier. Also damit sind sie auch noch in Unterzahl. Ganz, ganz bitter. Ja, da ist Gorgon nach vorne geflasht und hat sich da Mancloud gesnackt. Und jetzt gilt es natürlich, diesen Turm zu verteidigen. Jetzt geht es diese... Ich meine, davor war es eigentlich besser. Toplaner bekommen, Supporter verloren. Nimmst du mit. Jetzt ist natürlich absolut bitter. Vor allem auch in 40 Sekunden der Drache da. Da ist Mancloud immer noch tot. Der Inhibitor eingerissen und jetzt ist die Frage, können sie finishen? Hier vorne pushen die ganze Zeit auf die Vasallen ran, auf den beiden Lanes. Das heißt, da müssen sie sowieso zurück. Jetzt nehmen wir zusammen für 2015 nochmal der Hook vorne auf Cass und der hält das hier nicht mehr aus. Ich denke, oh, Leckman! Abgestürzt sein! Das sollte es sein! Jetzt werden sie alle hier eins nach dem anderen nochmal abgeräumt zum Schluss. Das Ace und damit auch der Sieg. War ein bisschen mühsam. Aber schlussendlich muss man sagen, geht dieser doch in Ordnung. Teammate!